Vertraue dir, vertraue auf deine Fähigkeiten. Schön, dass du da bist. Ich werde dich jetzt auf eine Reise mitnehmen, wo du einfach mehr und mehr lernst, dir und deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Und dass du deutlich spürst, dass du dir vertrauen kannst, weil du vieles schon geschafft hast. Doch jetzt lass uns beginnen. Mach es dir bequem auf einer weichen Unterlage und sorge dafür, dass du dich vollkommen wohlfühlst. Schließe deine Augen, öffne sie wieder und schließe sie erneut. Lege deine Arme ganz entspannt neben deinen Körper oder, wenn du magst, auf deinen Bauch. Spürst du die angenehme Ruhe? Vielleicht hörst du noch Geräusche um dich herum, die einfach da sind, aber du merkst mehr und mehr, wie sie unwichtiger werden, wenn du deine Gedanken auf dich und deinen Atem konzentrierst. Atme ein und aus. Fühle, wie dein Atem kommt und geht. Dein Brustkorb sich hebt und senkt. Beobachte einfach deinen Atem, wie er kommt und geht. Und mit jedem Atemzug spürst du, wie du ruhiger wirst. Versuche dir beim Ausatmen etwas mehr Zeit zu lassen, weil du dann mit dem Ausatmen alles ausatmest, was dich stört. Ärger, Selbstzweifel, Unsicherheiten und vielleicht Ängste. Vielleicht gelingt es dir nicht sofort, aber lass dir Zeit. Überprüfe nun, ob du wirklich angenehm, locker und gut auf der Unterlage liegst. Und dann stelle dir vor, du spazierst in einem ganz besonderen Garten, voller Blumen, Büsche und bunter Vögel. Die Sonne scheint, du hörst die Vögel zwitschern und spürst eine angenehme Wärme auf deiner Haut. So schlenderst du durch den Garten, schaust mal hier und dort und lässt dich an einer Stelle, die dir ganz besonders gefällt, ins Gras fallen, legst die Hände hinter den Kopf und schaust in den Himmel. Spürst du, wie die Entspannung sich weiter in deinem ganzen Körper ausbreitet? Vielleicht spürst du auch die Kraft, die von dem Garten ausgeht und sich mehr und mehr auf dich überträgt. Und so stehst du auf und gehst weiter und fühlst dich immer sicherer. Irgendwann setzt du dich ins Gras und schaust dich um. Und es setzt sich plötzlich ein Eichhörnchen neben dich. Es ist ein besonderes Eichhörnchen. Es kennt dich. Es weiß, dass du manchmal dir wenig zutraust. Das Eichhörnchen erzählt dir nun, dass es auch oft Zweifel hat, ob es genug Nüsse gesammelt hat und oft Angst hat, dass es sich nicht erinnert, wo es diese versteckt hat und ob es gut durch den Winter kommt. Aber, sagt es zu dir, weißt du, diese Zweifel sind wichtig. Aber ich vertraue einfach, dass ich schon das Richtige mache, dass ich weiß, was ich kann und dass ich alles schon richtig mache. So kann ich auch mit unerwarteten Dingen gut zurechtkommen. Das Eichhörnchen fragt dich, ob du dieses Gefühl kennst und dann will es von dir wissen, was dir gut gelingt und was weniger.
Du zählst ihm jetzt Dinge auf, die du bereits geschafft hast. Das Eichhörnchen nickt. Na, du bist aber klug und stark. Du bist viel klüger als ich und stärker. Und ich glaube, du kannst alles erreichen, wenn du es willst. Da lachst du ein wenig, weil es dir gefällt, was das Eichhörnchen sagt. Dann passiert etwas Komisches. Du hast plötzlich das Gefühl, dass sich innerlich ein Raum in dir öffnet. Du spürst in dir, dass du dir vertraust, weil es Dinge gibt, die du bereits geschafft hast. Warum sollen dir dann eigentlich andere, neue Dinge nicht gelingen? Du verspürst eine Lust, einfach mehr auszuprobieren, einfach dir mehr zu vertrauen. Spürst du, wie sich bei diesem Gefühl ein angenehmes, sicheres Gefühl in dir ausbreitet? Stell dir vor, als ob in dir ein kleines Samenkorn sich mehr und mehr ausbreitet und dich stärkt. Erlaube diesem Samenkorn, dass es sich wirklich weiter vermehrt und wächst, dass es sich weiter ausbreiten kann. Mit dem Wachsen des Samenkorns merkst du, dass alle Unsicherheiten und Zweifel immer kleiner werden. Entdecke und vertraue einfach mehr deinen Möglichkeiten, die in dir stecken. Speichere dieses Wissen von dir, das gerade ganz klar in dir ist, so als würdest du bei deinem Computer oder Handy auf Sichern drücken. Stell dir vor, wie ein Vogel über dich hinwegfliegt. Auch du fliegst gerade weg von deinen Sorgen und Ängsten. Und erinnere dich an das Eichhörnchen und daran, was es dir gesagt hat. Genieße noch einen Augenblick dieses ganz angenehme Gefühl und dann komm langsam in deinem Tempo wieder hierher zurück und öffne die Augen. Wenn dir diese Reise gefallen hat, so kannst du gerne andere Reisen von mir anhören, die dich vielleicht auch noch sicherer und mutiger machen.